Stefan Hörtmann. Dankeschön, Stefan Hiss. Und Dankeschön, Joe Bauer. So, jetzt haben wir noch ein paar inhaltliche Blöcke vor uns nach dieser Kultur- und Redekunst. Zunächst mal zu den beiden Bürgerbegehren gegen Stuttgart 21, die jetzt eine ganze Weile laufen. Wir sind inzwischen angelangt in einer konzentrierten Schlussphase. Die Initiativgruppe dieser beiden Bürgerbegehren bittet daher um vielfache Unterstützung bei unserer neuen Sammlerbörse. Diese Sammlerbörse sieht so aus, dass Infostände angemeldet werden und man bei diesen Infoständen einfach mitmachen kann. Und wer bereit ist, sich zu beteiligen an Unterschriften-Sammelaktionen, kann seine Mailadresse oder anderweitige Kontaktdaten hinterlassen. Bei Werner Sauerborn von der Bühne aus, zweite Lampe, er hält gerade schon was in die Höhe. Werner Sauerborn, zweite Lampe von der Bühne aus. Wer also bei diesen Unterschriftsammelaktionen mitmachen will, wendet sich an ihn. Es geht im Übrigen bei diesen Bürgerbegehren und diesen Sammelaktionen auch der letzten Wochen nicht darum, die Verzweifelten, die Kretschmanns und die Tunnelfans zu bekehren. Es geht darum, die vielen unterschriftsbereiten Leute in Stuttgart zu erreichen und so die beiden Bürgerbegehren bald abgeben zu können. Und es gibt viele solche Unterschriftsbereite. Das wissen wir von den Infoständen, die in den letzten Wochen und Monaten gelaufen sind. Natürlich ist auch Kretschmanneritis unterwegs. Verzweiflung, Kapitulation vor dem System. Aber es sind auch viele, die weiterhin sagen, gut, dass mir hier eine Unterschriftenliste vorgehalten wird, da unterschreibe ich doch gleich. Wir müssen die Leute nur da treffen, wo sie auch bereit sind, kurz zuzuhören. Zum Beispiel im Rosensteinpark. Es gab auch schon sehr erfolgreiche Aktionen vor dem Bücherknast, auf den Wochenmärkten, in den Stadtvierteln. Denken Sie an sich selbst. Wo und wann sind Sie selber am wenigsten gestresst? Wo würden Sie einem Unterschriftsammler zuhören, der was zu Fracking oder zu Atomkraft oder zu Gentechnik an Sie hinschwätzen will und eigentlich doch nur eine Unterschrift will? Wo würde das gelingen? Wo könnten Sie sich mit grünen und mit blauen Unterschriftslisten gegen Stuttgart 21 erfolgreich hinstellen? Diese Kraftanstrengung jetzt noch an vielen Infoständen ist wichtig, denn wer jetzt aufgibt, hat auf ganzer Breite verloren. Unsere Bewegung funktioniert, aber nur deswegen, weil so viele schon so lange mitmachen. Und weil immer wieder Einzelne über das vorstellbare Maß hinaus sich engagieren, mitmachen und ganz neue Seiten an sich gefunden haben, Spaß bekommen haben an Dingen, über die sie früher so gar nie nachgedacht haben. Manche Ortsgruppen haben auch Infostände angemeldet und sind vielleicht interessiert an Leuten, die zwar mitmachen wollen, selber aber keine Infostände anmelden wollen. Auch solche nachfrageorientierte Leute melden sich bitte bei Werner Sauerborn an der zweiten Lichtsäule von der Bühne aus. So, nachdem hier vorne Gesundheit gewünscht ist, kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich den Wasserwerferprozess. Sie haben sicher in den Medien schon gelesen, morgen geht es los. Ab morgen stehen zwei Einsatzabschnittsleiter der Polizei vor Gericht. Ihnen wird fahrlässige Körperverletzung im Amt vorgeworfen, nämlich am schwarzen Donnerstag, den 30.09. Diese beiden haben die brutalen Wasserwerfereinsätze mit Pfefferspray und Schlagstöcke direkt kommandiert. Einer kommt von der Bereitschaftspolizei in Böblingen, der andere hier aus Stuttgart. Beide müssen sich bis Dezember diesen Jahres an 30 Verhandlungstagen vor dem Landgericht verantworten. Und beide werden zusätzlich unter anderem von Dietrich Wagner verklagt. Fünf Verletzte des Schwarzen Donnerstags treten als Nebenkläger auf. Die mediale Aufmerksamkeit im Übrigen ist unglaublich groß. Jetzt übers Wochenende haben die Medien bei uns angefragt, wie noch was. Ich weiß, dass Dietrich Wagner heute den ganzen Nachmittag über schon und auch morgen früh ausgebucht ist mit bundesweiten Fernsehteams. Wer kommen mag zu diesem Prozess und diesen Prozess verfolgen will,
findet auf www.bahnablesaufstand.de oben im Kasten alles Wichtige dazu. Ich kann es auch hier in Kurzform runterrasseln mit der Garantie, dass die wenigsten von Ihnen sich es merken. Trotzdem mache ich es. Morgen früh, 9 Uhr, Landgericht Stuttgart, Saal 18, Eingang Olberstraße. Wir werden in den nächsten Wochen, nächste Woche, werden wir den Anwalt von Dietrich Wagner hier auf der Bühne begrüßen, Frank Ulrich Mann. Und er wird dazu erste Einschätzungen zu diesem Prozess geben. Im Laufe des Jahres schauen wir immer wieder auf diesen Prozess, auch wenn er in der Medienöffentlichkeit dann wieder aus in Vergessenheit gerät. Und er wird dann auch wieder aufpoppen, wenn wichtige oder auch bedeutende oder auch vermeintlich bedeutende Zeugen geladen werden, vielleicht auch ein Mappus geladen wird als Zeuge. Dann werden die Medien wieder draufschauen und auch genau dann können wir unsere Botschaften verbreiten. Die Verhandlungstage sind immer dienstags und mittwochs. Und weil vor dem Dienstag immer Montag ist, haben wir auch immer wieder die Gelegenheit, den Rechtsanwalt von Dietrich Wagner, Frank Ulrich Mann, hier mit Zwischenberichten begrüßen zu dürfen. Also morgen 9 Uhr, Olberstraße 2, im Saal 18. So, und jetzt kommen wir noch zu einem ganz besonderen Ereignis, nämlich am Mittwoch, kommenden Mittwoch, holt der SWR alle Versäumnisse der letzten Jahre nach. Er zeigt zwei Filme in Folge, zwei Filme von Hermann Abmeyer, den wir ja als Journalisten gut kennen, der auch den Film Stuttgart steht auf vor mehreren Jahren gemacht hat. Zwei Filme, nämlich Die Methode Bahn und Betriebsstörung, werden beide im SWR hintereinander gezeigt und zwar zur Primetime ab 20.15 Uhr. Und wer das nicht alleine schauen will, so wie man auch Fußball oft nicht alleine schauen will, der kommt zum Schwabenstreich Sillenhof ins Clara Zetkin-Haus ab 20 Uhr. Gibt es dort Public Viewing dieser beiden Filme. Mittwoch. Am Mittwoch, den 25. also übermorgen. So, noch zum Abschluss ein paar Worte zum Demo-Zugabsage der letzten Woche. Diese Absage des Demozugs letzte Woche war eine schwierige Entscheidung, die wir hier vor Ort in aller Eile getroffen haben und die auch im Nachhinein sehr unterschiedlich bewertet wird. Die Hälfte der hier anwesenden Demonstranten war für eine Absage, auch das war eine schwierige Entscheidungsgrundlage daher. Die Polizei hatte im Übrigen angekündigt, dass sie wegen dem Public Viewing am Schlossplatz und in der Goldstraße beidseitig Spalier stehen würde, wenn wir den Demozug dort führen. Der unangemeldete Demozug, den es dann doch gab, durfte dann aber sogar über die Königstraße ziehen, ohne jegliche Polizeikonfrontation. Es ist einfach, sich im Eifer des Gefechts zu ereifern oder aufzuregen oder alleine zu Hause vor dem Bildschirm, vor allem wenn man die Hintergründe der Entscheidung nicht kennt. Unser Ziel als Bewegung, als gesamte Bewegung, muss es doch aber sein, gelassen und tolerant miteinander umzugehen und nicht die Absage eines einzigen Demozugs als das Ende des gesamten Protestes schwarz zu malen. Das ist zu kurz gesehen. Auch hier gilt, dranbleiben, flexibel bleiben und nicht aufgeben. Heute, wie in den vergangenen Wochen, über Schiller und Schlossplatz zur LBBW. Und bei der LBBW, manche von Ihnen haben es vielleicht in den Medien gelesen, ist zu nennen, dass die LBBW selber jetzt schon wegen Stuttgart 21 gegen die Bahn klagt. Es geht dabei um das Bauverfahren, mit dem die sogenannten Erdanker unter das Gelände der LBBW getrieben werden sollen. Und es geht dabei um Erschütterungen, denen das Rechenzentrum mit all seinen sensiblen Computeranlagen ausgesetzt wäre. Und das ist doch wirklich ein Treppenwitz der Geschichte.
plagt die LBBW jetzt, wo sie seit Jahren von den Plänen weiß und S21 immer unterstützt hat. Da kann ich nur sagen, fröhliche Klage, auf dass die LBBW gewinnt. Soweit für heute. Morgen Wasserwerferprozess, übermorgen SWR Bahnfilme, nächste Woche hier Montagsdemo mit Rechtsanwalt Frank-Ulrich Mann und dem Sozialphilosoph Professor Ferdinand Rohrhirsch. Bis spätestens nächste Woche. Tschüss und oben bleiben! Dranbleiben, ich bastel schon rum und dann geht's zum Demo zu. Also, ich muss warten.